meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem ziemlich ernsten Thema. Und zwar wurde ich heute etwas auch inspiriert von dem Film Kästner und der kleine Dienstag, den ich von jemandem empfohlen bekommen habe. Und ja, und insgesamt gab es da ziemlich viele Momente, die bei mir ziemlich viele Gedanken wachgerufen haben, die ich auch teils leider auch durch die Querdenken-Demos hatte. Gedanken, die ich mir gemacht habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, was wäre, wenn wir wirklich unsere Freiheit verlieren und nicht wie jetzt gerade eben. Und einfach nur, um ganz, ganz kurz auf die Querdenken-Demos einzugehen, bevor wir dann auf den Film eingehen. Ich finde es super wichtig, dass wir uns nochmal Gedanken machen, was gerade passiert und was für eine Freiheit wir vielleicht wirklich verlieren könnten, wenn wir nicht aufpassen. Was momentan passiert ist, dass viele Dinge schließen mussten, und zwar alle. Es gab ein paar, die durften offen bleiben, aber am Ende haben die meisten Einrichtungen, bestimmte Einrichtungen, zugemacht. Und die haben alle zugemacht, versteht ihr? Alle Restaurants. Und die Freiheit vielleicht, von der wir hier reden, die uns genommen werden würde, wenn wir die Freiheit verlieren würden, dann würden nicht alle Restaurants zumachen, sondern vielleicht würden die Restaurants zumachen von Menschen, die eine bestimmte Abstammung haben. Versteht ihr? Das wäre Freiheitsberaubung. Aber was gerade passiert ist, ist, dass alle zumachen müssen. Und dass die, die eben es übertreiben und sich nicht an die Regeln halten, ein Problem bekommen. Aber es spielt nicht eine Rolle, welche Hautfarbe man hat, was für eine Abstammung man hat, wer, woher seine Eltern kommen. Versteht ihr? Das ist ein massiver Unterschied. Das ist sehr wichtig. Und ja, immer wenn ich diese Querdenken-Demos sehe, dann wundere ich mich, ob den Menschen bewusst ist, wenn sie da natürlich irgendwie mit anderen mitlaufen oder die anderen mitlaufen lassen und sich da nicht klar dagegen davon trennen, dass sie passiv auch Ja sagen zu dem, was deren Wünsche wären. Und ja, würden wir am Ende sowas zulassen, dass etwas wie 1933 passieren würde, dann würden wir eine ganz andere Freiheitsberaubung erleben. Und dann würden wir nicht sowas erleben, wie es mit der Bundesregierung der Fall war, dass eben ein Lockdown kommt. Ein Teil-Lockdown, einen richtigen Lockdown hatten wir sowieso noch nie. Und dass wir dann wieder alles ein bisschen regulieren und wieder freilassen. Ja, wie das bis jetzt Anfang Dezember der Fall war. Es gäbe dann kein Ende dieser Regulierungen, und die würden dann einfach eingeführt und dann durchgesetzt würden. Und das fand ich gerade sehr interessant bei dem Film von Kästner und dem kleinen Dienstag. Da gab es verschiedenste Impulse, wo ich mich gefragt habe, was wäre denn, wenn das jetzt gerade der Fall wäre? Wie viele Menschen würden denn dann tatsächlich einfach was dazu sagen? Wie viele Menschen würden dagegen aufstehen? Nehmen wir an, wir müssten beobachten, es würden viele Bücher von bestimmten Autoren verbrannt werden. Würdet ihr dagegen aufstehen? Stellt euch vor, ihr müsstet aufpassen, euch mit eurem besten Freund zu treffen, nur weil der halt einfach nicht Deutscher ist. Was wäre dann? Wäre das nicht komisch? Und mal etwas weiter gedacht, was wäre denn, wenn wir in den Schulen auf einmal sowas wie Rassenkunde einführen würden? Würdet ihr da was dagegen tun? Würden wir dagegen aufstehen oder würden wir mitmachen? Das ist ein super wichtiges Thema. Und irgendwie sollten wir uns da alle mal Gedanken drüber machen. Und gerade diese Querdenken-Demos haben das Ganze doch irgendwo so ein bisschen losgetreten und sollten ganz vielen bewusst machen. Da könnte manchmal ganz wenig fehlen, dass es zu etwas Ähnlichem wieder kommt. Aber wir sind uns da vielleicht nicht so ganz bewusst drüber. Und deswegen einfach mal an euch weitergegeben. Vielleicht schaut ihr euch einfach mal auch den Film an, Kästner und den kleinen Dienstag, und vielleicht lasst mir dann eure Gedanken mal in den Kommentaren. Und ja, ich für meinen Teil sage euch ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen Angst bekommen und mich gefragt, was wäre denn, wenn etwas passiert? Würden meine Freunde dafür aufstehen? Was ist mit meinen Freunden? Oder ist das wie mit den paar Querdenken-Optimisten, die mir einfach sagen, sie würden mich gerne wachrütteln, um mir dann die Freundschaft zu kündigen? Vielleicht ist es ganz gut, dass
diese Menschen mir jetzt schon die Freundschaft kündigen, denn damit weiß ich wenigstens, dass wenn ein bestimmter Fall eintreten würde, könnte ich auf die gar nicht zählen. Also, ja, das ist ein ziemlich krasses Thema und das ist gerade für mich natürlich auch nochmal ein bisschen anders wichtig. Meine Eltern kommen aus Rumänien. Wir kamen aus Rumänien zu einer Zeit, als wir unter Ceausescu nochmal andere Art der Freiheitsberaubung gespürt haben oder erlebt haben, also meine Eltern zumindest. Und wir kamen in ein Land, in das, oder wollten in ein Land, in dem wir davor keine Angst mehr haben mussten. Nun frage ich mich aber nur, ob wir nicht jetzt nach fast 100 Jahren ein bisschen zu lange davon weggeschaut haben oder uns da einfach auch ja, so krass abgeschirmt haben, weil wir glauben, das ist jetzt auch genug, dass wir darüber geredet haben. So viel abschalten und so viel ausblenden, dass wenn es kommen würde, wir eiskalt alles wieder gleich machen würden und genau dieselben Fehler. Und vielleicht ist auch das Problem, dass wir eben vieles nicht sehen können. Vielleicht müssen wir einen Nationalsozialismus wie 1933 einfach nochmal durchleben und alles mit der digitalen Welt festhalten, um dann in Zukunft wirklich sagen zu können, Leute, hey, wir haben die Videos von damals. Wir können das jetzt nicht nochmal machen. Damals, als wir es das zweite Mal zugelassen haben, konnten wir das nicht wissen, weil wir hatten keine Videos. Aber diesmal können wir es wirklich nicht mehr zulassen. Ja, das sind so meine Gedanken. Ziemlich interessantes Ding. Ich verlinke das Ganze mal oben, beziehungsweise vielleicht habt ihr eine andere Möglichkeit, auf den Film zuzugreifen. Und ja, macht euch mal Gedanken. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil. Das sind nur kleine Impulse gerade. Da gab es wahrscheinlich weitaus mehr Dinge, die zum Problem werden konnten damals, 1933. Und ja, wir sollten uns alle Gedanken machen, dass wenn wir nicht aktiv uns entscheiden, dann könnte es sein, dass wenn dieser Moment kommt, dann müssen wir es dann machen. Und vielleicht würden wir dann eine falsche Entscheidung treffen, einfach weil wir uns vorher noch nie Gedanken gemacht haben. Weshalb ich immer sage, es ist super wichtig, dass wir uns entscheiden, dass wir uns Entscheidungen treffen, dass wir auch vielleicht einfach mal vorläufig in eine Richtung gehen und dann sagen, okay, das ist eher die Richtung, in die ich gehen möchte, oder ich habe durchs Entscheiden entdeckt, ich möchte doch eher die andere Seite. Versteht ihr? Aber es zu verdrängen und darauf zu warten, dass irgendwann, dann wenn das Problem da ist, dass wir es dann machen, könnte zu spät sein. Und damit wünsche ich euch noch eine gute Zeit und euch ein paar positive Impulse. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit.